Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur ersten Ausgabe von Let's Play SimCity. SimCity 2013, SimCity 5, SimCity Not Classic. Auf jeden Fall, nachdem es gestern so einige Schwierigkeiten gab beim Starten, beim Spielerstellen, die Schwierigkeiten kann man zum einen im Let's Play sehen, der nullten Ausgabe dieses Let's Plays oder aber in der Aufzeichnung des Livestreams. Wer die sehen will, kann gerne mal bei egonson.de vorbeigucken. Aber letztlich haben wir es dann nach, gut und gerne 10 Stunden, nee, mehr, 12 Stunden, ja, um 8.30 Uhr, ja, sagen wir mal um 9 haben wir angefangen. Gegen 20 Uhr haben wir das Spiel dann zum Laufen gebracht und Egonsonopolis gegründet. Das war aber praktisch nur eine Teststadt. Wir gründen eine komplett neue Stadtspiel erstellen, in der wir, und es funktionieren hoffentlich auch die großen Regionen, und wir wollen alles. Wir wollen das komplette Spiel, jede Programmzeile mindestens einmal spielen. Dann nehmen wir natürlich die Region mit den 16 Städten und den 4 Großprojekten. Jetzt werden keine kleinen Brötchen mehr gebacken. Jetzt geht's los. Die Region nennen wir Egonsonia. Es ist eine Privatregion, nur ich darf sagen, wer mitspielt und wer nicht, und das werde wohl nur ich sein. Wer mitspielen will, kann das auch gerne im Multiplayer machen, da gibt es zig Möglichkeiten, auch dazu mehr auf egonson.de. Wir haben die Wahl zwischen einer Stadt der 4x4 Felder, Straße ist gelb und Schiene ist weiß, okay. Und da hat jeder, bis auf die beiden, bis auf er, hat keine Schienen. Aber und er auch nicht. Hier ist viel Wald. Das gefällt mir. Ist da aber, ist das hier so? Oh. Es gibt kein Öl, aber wir können derbe Industrie machen. Wenn ich jetzt eins rausgefunden habe, hoppla, ich gewöhne mir immer ein Escape zu drücken, um die Einblendungen wegzubringen von SimCity 4, war das noch so, aber das ist diesmal gar nicht so. Genau, was wir brauchen, ist so eine Stadt, mit der wir anfangen können, die erstmal so ein Allround-Talent ist. Bei der machen wir von allem ein bisschen und dann spezialisieren wir uns. Zum Beispiel wird diese Stadt hier höchstwahrscheinlich eine derbe viel Kohle abbauen, die hier auch. Dann kommt hier Erz und Öl dazu. Nee, was ist das? Wasser, Erz dazu. Und hier auch. Das ist, die vier hier machen dann Kohle und Erz und machen dann in der Großprojektseite hoffentlich ein kohlebasiertes Großprojekt. Während diese vier hier, Öl, Wasser, da hier ist jetzt überall Öl. Genau, gut, so ein bisschen, sehr viel und nicht so viel. Und hier seht ihr dasselbe in grün. Oh, die ist gut, die ist so allgemein. Sollen wir hier anfangen und von allem ein bisschen machen? Hier können sich zwei unterschiedliche Industriewege einschlagen. Die zentrale Hochebene ist reich an Roherz, während sich in der tiefer gelegenen Landstellen zwei weit ins Erdreich hineinreichende Rohölvorkommen befinden. Ja. Aber was will ich? Ach, ich überlege schon wieder zu lang. Lasst uns doch hier auf der Insel, aber dann ist doch das auf der Insel und Öl. Und das Öl ist, glaube ich, sehr wertvoll. Das hier sieht doch sehr gut aus. Das hier könnte die Stadt sein, nach der wir suchen. Dann machen wir hier raus ein Allround-Talent. Beanspruchen, jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Im Moment heißt es noch Matisland. Und der Oberbürgermeister heißt Egonson. Spielen! Ja, den Namen kann man erst ändern, sobald man ein paar Einwohner angelockt hat und die sich angesiedelt haben. Das dürfte dann aber gar kein Problem sein. Wenn sich in SimCity 5 1 groß geändert hat, dann ist es, dass man nicht mehr die Wohngebiete, also die Wohngewerbe- und Industriegebiete, ausweist nach Bevölkerungsdichte und Größe. Wir machen erstmal Pause. Sondern, dass das jetzt über Straßen läuft. Und das Ausweisen der Wohngebiete ist kostenlos. Och, ist das schön. Hier hinten der Sonnenaufgang und tatsächlich auch bei mir im Zimmer gerade der Sonnenaufgang, der mir ins Gesicht scheint. Wir haben hier unseren Autobahnanschluss, der uns leider ein bisschen von der Stadtgrenze wegnimmt, aber vielleicht können wir da hinterher bauen. Und hier hinten auch den Schienenverkehrsanschluss, wo wir dann einen Bahnhof bauen können. Es sieht echt so süß aus mit dieser Tilt-Shift-Optik.
Das ist nicht verkehrt. Autobahn, Bundesstraße. Ah ja, dann ist das hier nur eine breitspurige Allee. Am Anfang werden wir nicht so viel Geld für Straßen ausgeben, denn die sind sehr, sehr teuer. Wir nehmen die kleinste Hauptstraße, die wir bekommen können. Die können wir später dann updaten zur Hauptstraße mit hoher Dichte. Und noch eine Straßenbahn dazu. Genau, man kann aber nicht eine normale Straße dann eben zur Allee machen. Deswegen würde ich sagen, kann ich jetzt. Nee. Ach, ich muss immer so. Versuchen wir das irgendwie zu zentrieren. Schauen, wo die Mitte ist. Sehen, dass hier die Karte. Ja. Und dann. Hier ungefähr, wenn da. So, ich glaube, da müsste. Geht das? Wieso snappt der so seltsam? Aber ich gehe mal davon aus, dass das dann perspektivisch korrekt sein müsste, oder? Schaff's doch mal. Ja. Ha, sehr schön, die erste Straße. Da machen wir jetzt auch gar nicht viel weiter. Was wir machen, ist mit einer normalen Straße. Wobei diese Bundesstraße zählt ja schon. Ne? Ja, die können wir schon benutzen für Industriegebiete zum Beispiel. Trotzdem hätte ich gerne hier dementsprechend normale Straßen, die davon abgehen, um das hier schön gezoned zu haben. Dann müsste doch hier eigentlich auch eine sein, nicht wahr? Ja, dann wäre das hier so eine Allee, die in die Stadtmitte führt und hier können ja riesen Industriegebiete entstehen, während hier. Oh, ich gebe schon wieder viel zu viel Geld für Straßen aus. Während hier dann die Arbeiter erstmal wohnen. Wir müssen mal gucken. Oh, jetzt habe ich hier einen Schnibbele zu weit gemacht. Jetzt machen wir mal zurück. Das will ich genau haben, denn später wird sich das alles wieder rächen beim Straßen erweitern und so. Oh, jetzt zeigt es mir nicht an. Naja, egal. Und dann zonen wir doch einfach schon mal. Verbinden Sie Ihre Stadt. Verbinden Sie Ihre Stadt. Was habe ich denn gemacht? Warum habe ich meine Stadt nicht verbunden? Ach so, ich muss wahrscheinlich Pause wegmachen. Jetzt. Stadtgründung genehmigt. Sehr schön. Machen wir wieder Pause. Und sehen, dass mir hier der Wind zieht in die Richtung. Dann machen wir gleich Strom. Ja. Haben wir, wie viel Wind haben wir? 8 Kilometer pro Stunde. Das ist nicht verkehrt. Es ist sauber, wird uns aber im Laufe des Spiels. Aber das ist ja viel günstiger als jetzt ein Kohlekraftwerk. Das Kohlekraftwerk kostet doppelt so viel. Was ist das denn? Ein Sonnenkraftwerk. Ja, aber 33.000 Simoleons kann ich mir überhaupt nicht leisten. Geschweige denn ein Atomkraftwerk. Öl, Kohle. Bei Kohle ist es natürlich so, dass man bedenken muss, dass die Kohlekraft im Betrieb teurer ist. Man muss sich nicht mal Kohle kaufen und die ist teuer, während wir beim Windkraftwerk das nicht haben. Dann können wir uns auf den Naturwind verlassen. Okay. Auf den Naturwind, natürlich. Im Gegensatz zu dem anderen Wind. Der künstliche. Hier können wir tatsächlich alles voll mit Industrie stopfen. Das passt auch, denn der Wind treibt die Luftverschmutzung aus unserer Stadt weg. Dann machen wir hier auch weiter Industrie. Irgendwie gibt es. Ich muss mir noch die genauen Hotkeys angucken, um dort schneller arbeiten zu können. Mir fällt gerade auf, ja. Habe ich schon was zu diesem grünen Balken hier hinten gesagt? Der zeigt an, wie weit das Wohngebiet dann hier reinragen würde. Und das sehen wir, dass wir auf jeden Fall noch eine Straße brauchen. Ja, genau. Die hier rüber führt, um da nicht zu viel Zeug zu verplempern. Hier hätten wir das quadratische Straßentool nehmen können. Aber so geht's auch. Nee, wie, da muss doch. Okay, ich mach's immer so. Ja, aber es muss doch auch schneller gehen. Naja, hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Dann. Ja.
Und jetzt haben wir hier dieses Schnäpperle, was so eben. Ah gut, machen wir einfach viel weiter. Und hier auch bis an den Rand. Und dann sehen wir, dass wir dort am Rand noch bauen können. Und hier können wir ja das ein oder andere Gewerbegebiet. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht werden da Parks draus. Naja, sehen wir mal. Wasser brauchen wir noch. Und ja, jetzt ist natürlich hier hinten beim dreckigen Industriegebiet alles voll mit Wasser. Aber wir können auch wunderbar hier bauen. Da ist auch sehr schön. So, dann haben wir Wasser, Strom, die Gebiete ausgewiesen. Und jetzt kann es losgehen. Im Lama-Tempo. Gepaarten-Tempo. Lama ist normal. Und das Wasser fließt. Wunderbar. Dann gehen wir hier raus. Und wenn wir weiter reingehen, sehen wir, wie liebevoll das gestaltet ist. Dass wirklich einzelne Bauwagen kommen. Bauarbeiter, um hier alles zu bauen. Die Umzugswagen sind schon da. Die ersten Einwohner in die Stadt bringen. Ha, ist das schön. Wir haben schon 90 Einwohner, 96. Der Strom reicht nicht. Dauert das noch, bis er... Hier steht Überschuss. Benötigt Kapazität. Ich weiß nicht warum. Ah ja, jetzt wird's gelb. Gut. Es ist nach Gewerbegebieten Nachfrage. Ja, dann lass uns das. Hier ist natürlich. Nee, das machen wir weg. V ist nicht. Hier machen wir die Industrie weg. Eigentlich bis hier hin, genau. Und dann machen wir hier ein Gewerbegebiet an der Hauptstraße. Ist das doch eine gute Idee, würde ich sagen. Erzbergwerk. Petition genehmigt. Wollen wir das überhaupt machen? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Wir verzichten jetzt am Anfang erstmal auf öffentliche Einrichtungen, um hier Geld zu bekommen. Wenn wir wieder bei 50.000 Simoleons sind, werden wir mal weiter gucken. Wir können in SimCity 5 unsere Stadt spezialisieren. Da gibt es zum Beispiel den Bergbau. Und da haben wir eben das Kohlebergwerk und wie eben auch gesehen das Erzbergwerk. Wir wissen, dass es hier Kohlevorkommen gibt. Das wäre doch hier gar nicht so verkehrt. Und ein Erzbergwerk, das war hier nicht verkehrt. Dann würden wir Kohle und Erz scheffeln. Das wäre eine Überlegung wert. Bohrung, Ölquelle, da haben wir kein Öl in der Stadt, deswegen können wir es auch gar nicht bauen. Wir können aber uns auch zu einem Handelszentrum machen. Dazu können wir ein Handelsdepot gründen. Weltmarktlieferung alle 60 Minuten. Diese Basiseinheit hilft beim Importieren, Exportieren und Lagern von Ressourcen wie Kohle und Rohöl. Das wäre nicht verkehrt, Kohle haben wir dann ja. Zusätzliche Handelsdepots ziehen mehr LKWs vom Weltmarkt an. Die Anlage braucht zum Betrieb weder Wasser noch Energie. Das kann doch nicht verkehrt sein, oder? Kostet 10.000, aber 75 pro Stunde, ja, das geht eigentlich. Und Handel ist ja nie verkehrt, ne? Wie groß ist die, der Weltmarkt? Der Weltmarkt. Ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Wenn wir das hier irgendwo hinbauen. Bergwerk, Erz, Kohle, Erz, Handel. Dann können wir auch bestimmt hier oben noch neben dem zukünftigen Bahnhof eins bauen. Ja, warum eigentlich nicht? Oder hier in die Mitte. Aber das seht ihr schon, da werden rote Quadrate eingezeichnet. Das bedeutet, wir können das Handelsdepot hier nicht so weiterentwickeln wie eigentlich möglich. Was ist das hier? Prozessorfabrik. Unterhalten Sie 5 Industriegebäude der mittleren Technologiestufe, bisher 0. Dann können wir schon eine Prozessorfabrik bauen, das ist doch easy peasy. Die Elektronikzentrale. Stellen Sie an einem Tag 7200 Prozessoren her. Okay. Und die Unterhaltungselektronikfabrik benötigt eine Unterhaltungselektronikabteilung in der Elektronikzentrale und kostet 360.000 Simoleons. Eieiei, wer soll denn das bezahlen? Wir können uns aber auch zum kulturellen Zentrum weiterbringen. Da bauen wir zuerst das Messegelände. Das kostet aber in der Anschaffung allein schon 150.000 Simoleons. Die haben wir nicht.
Dann können wir dafür aber Profi-Stadion bauen und den Arc de Triomphe. Bogen mit 4 Spinner. Der sehr dem Brandenburger Tor ähnelt, aber da ich nicht Geld ausgegeben habe für die DLCs, habe ich nicht das Brandenburger Tor, sondern einen Bogen mit 4 Spinner. Die holländische Windmühle. Nur holländische Windmühle. Eine generische holländische Windmühle. Die so tausendfach in den Niederlanden steht. Oder eben in dem Gebiet Holland. In dem Bundesland Holland. Ist ja kein Bundesland. Oder aber wir machen einen auf Gambling und Glücksspiel und holen uns Casinos in die Stadt. Da brauchen wir dann aber auch Polizei, um die ganzen Verbrecher, die die Casinos anlocken, in Schach zu halten. Und hätten dann aber jede Menge Tourismus, wäre gut für die Gewerbegebiete, Hotels würden entstehen. Aber ich habe das gestern im Livestream probiert, also bei der ersten Teststadt. Und es war gar nicht so einfach. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Das erste Casino lief relativ erfolgreich, hat Profit gemacht. Das zweite und dritte nicht. Da habe ich das zweite und dritte abgerissen und nur eins und mich auch auf erstmal mittleres Einkommen spezialisiert. Dann wieder auf kleines Einkommen. Hat alles nicht so sein wollen, wie ich das gerne gehabt hätte. Wir verdienen Heidengeld. Das ist sehr gut. Und genau. Gehen wir mal in die Data Layer, um zu zeigen, Gebäudedichtekarte, ja. Tendiert zur Expansion. Wenn das hier grün ist, wenn einer dieser Balken hier grün werden sollte, dann können wir per Straßentool hier Straßenupgrade oder R die Straße auswählen und da eine Straße mittlerer Dichte draus machen. Das kostet aber Geld, deswegen werde ich das jetzt zu Testzwecken nicht zeigen. Wir könnten easy peasy hier noch mehr Arbeiter. Ich sehe, gut, es wird nach Industrie verlangt mehr als nach Arbeitern. Aber, da wir momentan das Geld haben, können wir das ruhig machen. Dann nehmen wir wieder die normale Straße, die... was? Welcher? Ja, doch. Ist das nicht zu groß? Naja, werden wir ja sehen. Ich könnte das hier auch nochmal in die Hälfte, aber... wenn... das hier später expandieren sollte oder expandieren soll, können wir einen Park reinbauen. Das machen wir jetzt gerade mal. Einen günstigen Basis. Nicht genehmigt. Gemeindehaus in der Region. Ach genau, Gemeindehaus. Wie wäre es denn mal mit dem Gemeindehaus? Ist kostenlos und praktisch das zentrale Gebäude unserer Stadt. Das machen wir... hier in die Mitte irgendwo. Ist das gerade? Ich hoffe doch mal. Oh, ist das wieder teuer. Sind wir jetzt ungefähr in der Mitte der... nee. Oder? Ja doch, muss so funktionieren. Dann geht's von hier aus nach links und rechts. Und das Gebäude, das Gemeindehaus hier in die Mitte. Ding! Sehr schön. Wir hätten jetzt auch mit dem Straßentool, das jetzt auch Kreise kann. Vergabe eines Stadtnamens. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt, wo Sie Ihre Stadt aufgebaut haben, können Sie ihr einen Namen geben. Warum hat die Frau, ist das eine Lederjacke? Oder einfach nur eine schwarze Bluse? Wir nennen die Stadt Egonsonopolis, würde ich mir aufheben wollen. Das hier ist eher Eckershausen? Nee, ne? Egonsonnondorf. Taufen! Sehr schön. Es wird Nacht in Neu-Egonsonnondorf. Ich hätte mir das besser überlegen sollen und vielleicht einen Namen nehmen, der leichter von den Lippen geht. Von hier aus können wir... nee, keine Hauptstraße. Na, doch, müssen wir eigentlich. Wir können ja hier nochmal so ein großes Viereck, ein großes Quadrat dann bauen. Aber erstmal haben wir dazu nicht das Geld. Da sparen wir das Geld.
Und jetzt wird es immer schwer, den Bildschirm zu sehen, so dunkel wie das ist. Weil ja, wie gesagt, mir das Sonne ins Gesicht scheint. Aber ich sehe auch, dass wir die ersten 20 Minuten jetzt zusammen haben. Wir gucken aber noch ganz kurz ins Gemeindehaus. Wir brauchen 5000 Einwohner, um das upgraden zu können. Und können das Gemeindehaus noch gar nicht updaten in der ersten Stufe. Okay, aber ihr seht schon, in der nächsten Folge werden wir uns um Abwasser kümmern müssen und um die Gesundheit der Bürger. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Egonson.